Ramadan und Leistungssport, passt das zusammen? Hasret Kayikci und Ereleta Mehmeti sagen, auf jeden Fall. Wenn man auch dann mit anderen redet, die nicht fasten, die können sich das ja gar nicht vorstellen. Und wenn man dann so einen Trainingstag mit 2 Trainingseinheiten ja, gut überstanden hat und auch seine Leistung bringen konnte, dann fühlt man sich schon gut. Also ich denke dann auch wirklich, wow, okay, ich habe heute echt was geschafft. Die Spielerinnen des SC Freiburg haben im April gefastet. Das heißt, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken, auch nicht beim Training. Wie war denn die Umstellung? Ich finde, man braucht immer so ein bisschen Zeit, um reinzukommen, aber ja, dann ist man irgendwie drin und ja, weil das unsere Religion war und wir dran geglaubt haben, war das irgendwie nie so, dass wir an Trinken gedacht haben, sondern es war einfach so, okay, ich trinke erst heute Abend wieder. Kayikci und Mehmeti sind beide Muslime. Der Ramadan und das damit verbundene Fasten wurden im Team offen angesprochen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir natürlich darauf Rücksicht nehmen, weil es ist uns wichtig, dass wir ja, dem Fußball die Plattform auch bieten, die er hat, indem wir sagen, wir sind offen für alle Kulturen und nehmen Rücksicht. Und auf der anderen Seite war es für die Spieler auch immer klar, okay, bei den Trainings nehmen wir Rücksicht, bei den Spielen schauen sie auch, dass sie so in der Lage sind, auch normal Fußball zu spielen. Und das hat perfekt geklappt. Die Fitnessdaten werden regelmäßig gecheckt und auf dem Platz bringen beide Leistung. Bundesliga gegen den SC Sand Ende April, 2-0 Kayikci, 3-0 Mehmeti, 6-0 wieder Kayikci. Am Ende heißt es 7:1 für Freiburg. Also ich muss dazu auch sagen, nach dem Spiel bin ich auch zu Hase gegangen und meinte so, ey, du hast so Hammer gespielt. Und haben mir die Leute erzählt, dass sie noch gefastet hatten. Dann war ich so, wow, okay. Also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie nichts trinken, nichts essen darf, dass sie dann keine Leistung bringen kann. Also die war wirklich Bombe in dem Spiel. Und ja, ich, wie gesagt, wir glauben daran. Und ich glaube, da bekommt sie dann einfach ja, die Kraft von, ja, von Gott. Ramadan und Leistungssport, das gibt's nicht nur in Freiburg. Beim FC Liverpool passte Trainer Jürgen Klopp die Trainingszeiten an, um seinen muslimischen Spielern mehr Ruhephasen zu verschaffen. Und der Mainzer Moussa Niakate bat Schiedsrichter Jöllenbeck im Spiel gegen Augsburg um eine kurze Pause, damit er kurz nach Sonnenuntergang das tägliche Fasten brechen kann. Diese Aktion kommt an. Ist vielleicht eine kleine Geste für viele, aber für uns, das zeigt einfach, dass unsere Religion respektiert wird und ja, das so ein bisschen auch über dem Spiel steht und wir nicht sagen, okay, man spielt jetzt ewig lang weiter bis zur Halbzeit, sondern da ist jetzt einfach Fastenbrechen. Bei uns sagt man auch, man sollte sein Fasten pünktlich brechen und dass das dann so respektiert wird, dass ein Spiel unterbrochen wird, ist für uns ja unglaubliche Wertschätzung und wir freuen uns extrem über diesen Respekt, der da gezollt wurde. Interesse, aber vor allem Unterstützung erlebten Mehmeti und Kayikci beim SC Freiburg. Wir haben auch einmal Fastenbrechen hier im Stadion gemacht mit unserer Mannschaft und viele haben uns so aus der Mannschaft auch zum Essen eingeladen, weil die gesagt haben, hey, ihr fastet, normalerweise seid ihr mit eurer Familie. Wir kommen beide nicht aus Freiburg, unsere Familien sind weiter weg und ja, da hat eigentlich so die Mannschaft ist dann als unsere Familie eingesprungen. Es freut mich auch sehr, dass das Interesse besteht in der Mannschaft, dass sie sagen, ja, komm, wir machen das zusammen oder wir warten, wie es Hase schon gesagt hat, bis ihr essen dürft und dass wir das zusammen machen. Ich glaube, das schweißt uns doch noch mal zusammen. Es gab aber auch etwas schwierigere Phasen. Ja, es gab natürlich auch gute und schlechte Tage. Wir hatten an einem Tag einen Laktattest und dann abends noch Training. Das war natürlich dann nicht so einfach. Es war auch, glaube ich, irgendwie 25 Grad. Aber dieses Jahr hatten wir auch relativ viel Glück, weil es ja, angenehme Temperaturen waren. Und ich fand so, die Doppeltrainingstage waren jetzt nicht so einfach. Aber es war nie so, dass ich oder wir gedacht haben, wir müssen jetzt abbrechen. Hey, hier ist Hasret. Heute ist Bayram und ich bin noch bei meiner Familie und wir wollten euch noch Der Ramadan ist seit Anfang Mai vorbei. Trinken ist auch während des Trainings wieder erlaubt. Für das Fest mit der Familie gab es einen Tag extra frei. Ja, ich war auch bei meinen Eltern. Danke auch jetzt hier nochmal von uns beiden an den Verein, an unseren Trainer, der uns einen Tag freigegeben hat und gesagt hat, okay, seid bei euren Familien, weil das auch was Cooles so für uns ist. Wir haben beide gefastet und dann so als Belohnung bei der Familie zu sein. Wir freuen uns, dass es alles so gut gelaufen ist und ich hoffe, dass es auch vielleicht das eine oder andere Mädel, den einen oder anderen Jungen gibt, der sagt, okay, das sind Vorbilder für mich, ich kann den Ramadan genau mit Leistungssport verbinden oder mit Hochleistungen in anderen Bereichen und das wäre doch eine schöne Sache auch. Für Ereleta Mehmeti und Hasret Kayikci gilt es nun, wieder in den neuen Rhythmus zu finden, vor allem in Sachen Ernährung. Mit ihrem Glauben und dem Teamgeist beim SC Freiburg sollte auch das kein Problem sein.